Genau, es geht heute kurz um die Dreamcast. Es wird zuerst eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht: Ich bin super schlecht vorbereitet. Die gute Nachricht: Der Vortrag geht nicht allzu lange. Von dem her habt ihr mal eine Pause zum Kaffee holen. Dreamcast: Ich habe gestern mit Dani Savi zusammen auch so einen Game-Abend gemacht in der Bitwäscherei. Dreamcast ist immer noch ein ziemlich beeindruckendes Stück Hardware. Die ist mehr als 20 Jahre alt, aber das fällt eigentlich nicht so richtig auf, wenn man den visuellen Schick anguckt. Und ich gehe jetzt mal durch. Ich hatte da noch einen Slide. Wer bin ich? Ja, ich bin Sven Hürlimann. Ich habe vor 20 Jahren mal ein bisschen Dreamcast-Hacking betrieben, bin auf die Super Nintendo umgestiegen und bin da irgendwie so ein bisschen mit dem Orga vom Vintage Computer Festival verbandelt. Vielleicht hat der eine oder andere mich auch schon gesehen. Dreamcast. Sega hat ja eine lange Geschichte mit diesen Konsolen, also diesen Spielautomaten, die sie da gebaut haben, so diese Münzvernichtungsmaschinen. Und haben dann halt irgendwann mal auch die ganze, sag ich mal, klassische Home-Console-Linie gefahren. Und das ging sehr lange sehr gut, so eben Master System, Saturn etc. Haben auch beim Saturn, wenn ich es richtig im Kopf habe, schon CDs als Format eingesetzt und so. Also es waren auch halt immer noch richtig innovativ. Und dann kam die Dreamcast. Und die Dreamcast ist die beste Konsole, die es je gegeben hat auf dieser Welt. Also jeder hat etwas anderes behauptet. Ich schärfe ein Mikrofon. Aber war auch die letzte Konsole von Sega. Weil, ja, because of reasons, kommen wir vielleicht später noch dazu. Aber vielleicht ein erster Punkt, den man hier erwähnen muss, ist, Sega hat da mal als erstes eine Konsole gebaut, die sie nicht mit ihren eigenen ASICs und so, also ein bisschen ASICs hat es noch drauf, aber im Großen und Ganzen war das ein ziemliches Off-the-Shelf-Produkt, so mit einem Hitachi-CPU und noch ein bisschen der Interrupt-Controller und so, das haben sie dann noch ein bisschen selber gemacht. Aber im Großen und Ganzen war es eine ziemlich, sag ich mal, ab der Stange Plattform. Und da lief einmal das proprietäre Betriebssystem von Sega drauf, als Betriebssystem darf man dem nicht sagen, oder Windows CE. Und es ist auch so, dass heute noch, also auf der Dreamcast steht vorne powered by Windows CE, das ist super. Ich glaube, es gibt aber nur etwa eine Handvoll Games, die wirklich Windows CE benutzt haben. Dann ist die Idee ist halt, dass eben das Betriebssystem ist mehr eine Entwicklungslibrary gewesen. Also du hast dann, du kompilierst da eigentlich deinen, ich sag's jetzt mal mit den falschen Worten, aber du baust eigentlich einen großen Kernel und das ist das Game. Und was du kriegst von Sega oder von Microsoft für die Entwicklung ist dann halt so ein Sack voll Libraries mit DirectX und was auch immer und so. Die CPU an sich ist super interessant, ist eine SH4. Ich habe heute nachgeguckt, die kann man effektiv noch kaufen, aber ich habe den Preis nicht rausgefunden, da müsste man effektiv quoten, habe ich dann nicht gemacht. Und das ist eine super coole CPU, 32-Bit RISC, 16-Bit Instructions und dann 32-Bit Data und da kommt es, sie hat eine unglaublich fancy Floating Point Unit, die 128-Bit war. Was natürlich irgendwie alles ein bisschen Marketing-Gedöse ist, weil, wenn ich es richtig verstanden habe, ist dieser 128-Bit ist zwischen dem Cache und der CPU und also es ist sehr viel so Marketing-Schissel drin. Aber das war natürlich auch wichtig, weil die mussten ja gegen die PlayStation antreten. Und da war es natürlich, ich meine, 128-Bit-Gaming, das ist ein Riesenargument. Das muss ich haben. Ansonsten eben eigentlich alles ein bisschen 128-Bit FPU, ein bisschen Databus, 64-Bit, aber eigentlich ist es eine 32-Bit-Architektur. Dann war da drauf, auf dem gleichen Teil, eine Power-VR. GPU, das ist die 3D-Engine, die hatten die da verbaut. Für ihre Zeit damals ziemlich leistungsfähig. Können wir nachher noch ein paar Trivias dazu abspulen.
Und die hatten eben, und das, da wird es spannend, die hatten eine super geniale Idee. Die haben nämlich ein eigenes CD-ROM bzw. ein GD-ROM, Gigabyte Disk Read Only Memory, erfunden. Und das war, das konnte bis zu einem Gigabyte Daten speichern. Und das ist ein super fancy mit High-Density Tracks und dann Low-Density Tracks und so. Und die Idee dahinter war, das kann ja niemand kopieren, weil es ist ja unser proprietäres Format. Challenge accepted. Und dann, genau, die VMU muss man noch erwähnen, habe ich jetzt kein Bild. Das waren so kleine, das sah ein bisschen aus wie ein Gameboy, so ganz klein, und die konnte man als Memory Cards in den Controller stecken. Und wenn man aber dann keine Lust hatte, die ganze Konsole mitzuschleppen, konnte man dieses Ding rausnehmen, hat so ein kleines, popeliges Display und zwei unglaublich popelige Knöpfe und konnte dann so Tetris spielen. Und dann eben diese Copy Protection, das ist eigentlich das Spannende. Und zwar haben die sich ganz viel, ganz gut überlegt. Die haben zum Beispiel eben gesagt, wir nehmen ein proprietäres Format für diesen Speicher. So, das kann keiner nachproduzieren. Sie haben nicht wirklich damit gerechnet, dass so Ende 90er, Anfangs 2000er auch diese CD-Brenner langsam so ein bisschen erschwinglich wurden. Ehrlich gesagt, ziemlich jeder eine zu Hause hatten. Und sie haben noch ein anderes, unglaublich, ich würde sagen, ein unglaublich sophistiziertes Kopierschutzschema eingebaut. Und zwar haben sie den Second Stage Bootloader, haben sie gescrambled. Also du hast den First Stage Bootloader, der ist immer gleich, der kommt. Und er lädt dann die Daten vom Second Stage Bootloader. Und was der jetzt macht, der lädt die nicht sequenziell von der Disk und kopiert sie ins Memory, sondern der verstückelt die so. Also der kopiert mal von da, dann von da, dann von da. Am Schluss hast du wieder diesen sequentiellen Second Stage Loader im Memory. Super Kopierschutz. Hätte da nicht, hätte, würde, könnte, Fahrradkette nicht irgendjemand mal dieses Tool geleakt, das dieses unglaubliche Scrambling macht, und dann ist rausgekommen, dass die eigentlich nach einem ganz simplen Muster immer gleich diese Stücklein verwursten. Und da war es natürlich auch nicht so, es hatte, glaube ich, sogar in der geleakten SDK ein Unscrambling-Tool dabei, wo man den halt wieder rückgängig machen konnte. Das heißt, diese Line of Defense war hops. Bei den GD-ROMs eben, das sind Gigabyte-Disks, also die CD-Rolling sind 680, glaube ich, oder 720 Megabyte und so. Und ist davon ausgegangen, das kann man ja gar nicht auf eine CD brennen. Hat dann, als der Kopierschutz geknackt war, die Leute auch nicht davon abgehalten, einfach zum Beispiel sämtliche WAV-Files in einer schlechteren Auflösung zu re-encoden. Dann brauchen sie ein bisschen weniger Platz und dann kriegt man dann so einen Gigabyte runter auf unter 700 Megabyte und dann geht das dann schon. Und der wichtigste Punkt ist, dass sie natürlich gesagt haben, du darfst keine GD-ROMs selber produzieren. Also es gab auch GD-ROM-Brenner und alles, aber in dem Moment, wo du natürlich dann das nicht auf GD-ROM, weil das ist ja ihre Technologie, brennst, sondern auf CD-ROM, war eigentlich auch ein bisschen der legale Weg offen für Homebrew, weil du brichst ja eigentlich kein Gesetz mehr, weil du machst ja keine GD-ROMs. Aber ich würde mal sagen, es wäre naiv anzunehmen, dass die initialen Bestrebungen waren natürlich nicht Homebrew, auch wenn das alle gerne behaupten, sondern es war gratis Spiele spielen. Und das hat am Schluss funktioniert, weil Dreamcast hatte, oder Sega hatte, diese interaktiven Musik-CDs noch als super Zusatzprodukt lanciert. Eben nochmals zurück, wir sind Jahr 2000, das ist alles so fancy. Und die hatten die Idee, dass man dann so CDs kaufen kann und da hat es dann noch so ein bisschen visuellen Content drauf, plus die Audio-CD. Was dazu führte, dass dieses Laufwerk zum einen mal CDs, also normale CDs abspielen konnte und dass dieser Mekano, dass man eigentlich Software starten kann, auch von CD-ROMs von Hause aus schon vorgesehen war. Und jetzt war natürlich nur noch die Frage, ja, wie kriegt man jetzt das irgendwie auf diese, wie kriegen wir jetzt das irgendwie so gebacken auf ein CD-Rolling, dass der dann bootet. Und
das, eigentlich ist das der Killer. Hätten Sie damals gesagt, du, wir prüfen, ob das eine GD-ROM ist, weil offensichtlich kann die Dreamcast unterscheiden, ob es eine GD-ROM oder eine CD-ROM ist. Hätten Sie damals gesagt, wenn nicht GD-ROM, dann keine Software, dann wäre das ganze, die ganze Hütte zusammengestürzt und es gäbe heute keine, es gäbe den Dreamcast noch wahrscheinlich und es gäbe keine Piraterie. Also da haben Sie sich, wie? Den Dreamcasten immer noch und keine Piraterie. Also ich, das hat sie eigentlich kurz zusammengefasst, sage ich mal, das hat sie gekillt am Schluss. Dieses fiese kleine Feature, dass sie auch dachten, ja, CD, Musik-CDs verkaufen ist eine tolle Sache. Ich habe gestern oder heute kurz nachgeguckt, ich glaube, es gibt 8 Musik-CDs, die jemals erschienen sind. Also es hat sich nicht wirklich gelohnt, dieses Feature. Und zu was führte das automatisch? Natürlich zu Homebrew. Ich habe jetzt kein Slide für Piraterie, aber es ist, es war natürlich klar, es gab dann eine CD, die konnte man einlegen. Die hat über ein paar geschickte Umwege dafür gesorgt, dass der eigentliche Kopierschutz ausgehebelt ist. Und dann konnte man das Ding, währenddem sie lief, machte man die Dreamcast auf, legte eine neue, selber gebrannte CD ein und dann bootete das Game. Und von denen kann man heute noch, heute ist sehr angenehm, heute kann man einfach in einschlägigen, sage ich mal, File-Sharern so 500 GB Dreamcast Game Collections runterladen. Und ich glaube auch nicht, dass jemand für das noch rechtlich verfolgt wird. Also kann es mir nicht vorstellen. Und parallel dazu kam halt diese Homebrew-Szene. Und die Homebrew-Szene, das ist Dan Potter hieß der, glaube ich, die haben dann sehr viel so, eben Kalisti OS haben die gemacht, das eigentlich das, was Windows CE und das proprietäre Library-Paket von Sega konnten, haben die halt nachgebaut. Das ist ein bisschen ein Kernel-Bausatz. Und das ist ehrlich gesagt super sophisticated mittlerweile. Und was dann auch halt plötzlich rum war, waren diese Debug-Cables. Und zwar hat der Dreamcast, also das ist noch der nächste lustige, wo sie sich ein bisschen verdesignt haben, der hat so eine serielle Schnittstelle, weil die Idee war, dass man zwei Dreamcasts zusammenhängen kann. Und dann kann man mit 8 Playern zocken. Und ja, das lässt sich halt als normalen Serial Port betreiben. Und das hat dazu geführt, dass logischerweise, wenn ich kann Software booten, ich kann neue CDs booten, jetzt gibt es irgendwie so einen Loader. Und dann kann ich über diese Serial-Kabel unglaublich langsam, aber kann ich wirklich Software runterschicken und direkt auf der Plattform ausprobieren. Also ich habe eigentlich eine Entwicklungsumgebung. Super langsam. Und dann hat irgendjemand gefunden, nö, das geht schneller. Es gibt ja einen optionalen Ethernet-Port. Machen wir das über den Ethernet-Port und dann geht es richtig fix. Und ich bin mir nicht sicher, das letzte Mal, als ich geguckt habe, hat es noch nicht so wirklich funktioniert, aber ich glaube, heute sind wir so weit, dass du mit GDB attach und dann kannst du auf deinem Laptop auf der Dreamcast steppen. Also die Entwicklungsumgebung ist heute ziemlich gut. Das Bild hier, das zeigt noch die offizielle Sega Dreamcast Entwicklungshardware. Also das, man sieht da auch die 4 Ports da unten, die 4 schwarzen Löcher. Ich bin ziemlich überzeugt, dass da eine echte Dreamcast, eine ganz normale Stock Dreamcast drin sitzt und dann haben die wahrscheinlich oben noch ein PC draufgeklatscht mit Windows CE und schlag mich tot. Genau, und dann war eigentlich, ich sag mal, auf der Hardware war das, der ganze Witz geknackt. Dann haben verschiedene Leute Emulatoren gebaut. Gibt es da die 0DC, Raycast. Das ist Stephanos, war auch schon hier am Festival. Das sind so, da haben ein paar Leute haben das dann so zusammengewürfelt und dann war es plötzlich möglich, diese Dreamcast-Games auch auf dem PC zu spielen. Wie gesagt, die Konsole ist 20 Jahre alt. Das heißt, ein heutiger PC kann das ziemlich gut. Und Fun Fact, wir sind so weit, ein heutiges Handy kann das auch sehr, sehr gut. Und ja, also wenn ihr den First Stage Bootloader irgendwo herkriegt, und den kriegt ihr relativ einfach, wenn euch jemand sagen würde, dass der IP.bin heißt, und irgendwo ein Game runterladet, dann könnt ihr das auf eurem Handy zocken.
Die Steuerung ist nicht ganz so lustig wie bei der Dreamcast, aber anderes Thema. Und eben, es wurde dann halt für dieses Homebrew-Zeugs, die ganze GCC-Toolchain, die gab es schon für den SH4, für diesen Prozessor. Und die wurde halt noch ein bisschen mit Tools und eben Scramble, Unscramble, Pipapo, was es so noch braucht, erweitert. Und siehe da, wir haben eine Open-Source-Homebrew-Entwicklungsumgebung für den Dreamcast. Und jetzt ist es super mühsam, jedes Mal eine CD zu brennen oder eben eine halbe Stunde zu warten, wenn das Zeug wieder serial runtergeladen wird. Und da gibt es natürlich eine Abhilfe, weil irgendwelche nette Jungs haben so einen SD-Kartenleser beziehungsweise einen SD-Card-GD-ROM-Emulator geschrieben. Das sind irgendwie, ich glaube, es ist ein Altera-FPGA drauf und ein bisschen Speicher und dann steckt man eine SD-Karte rein und hat ein schönes Boot-Menü, wie man es halt kennt, vor allem diesen Mods für die Konsolen. Super, also ich würde sagen, es ist eine ziemlich freie Plattform jetzt. Und das bringt mich noch so zu den Trivias. Da gibt es eben ganz viele lustige Geschichten, sind mir nicht allzu viele in den Sinn gekommen, aber was ich zum Beispiel noch weiß, ist, es war am Anfang, als die Dreamcast auf den Markt kam, verboten, die in die 7 Länder Axis of Evil zu exportieren, weil der SH4 auch als Military Grade erhältlich war. Ich weiß nicht, ob der in der Dreamcast so geratet ist, aber die Amerikaner wollten nicht, dass dieser Chip in den Nahen Osten und in den Irak etc. geht. Und jetzt wissen wir alle, dass wenn ich so eine Konsole kaufe, den Chip auslöte, reballe, habe ich den Chip. Also das ist ein bisschen schwierig. Also durfte man keine Dreamcast in den Irak, Iran, nach Syrien und so exportieren. Ich bin bis heute überzeugt, dass ich glaube, an dem ist es nicht gescheitert. Ich glaub, die haben ihre Chips schon gekriegt, aber es war wirklich so, in den allgemeinen Geschäftsbedingungen, wenn du die Konsole auspackst, stehst drin, also du darfst die dann nicht weiterverkaufen in den Irak. Dann gibt es dieses super schöne Game Shenmue, das haben wir gestern gespielt, lange, viel zu lange. Und das ist so ein First Person, ich weiß gar nicht, wie man das sagt, du läufst so hinter der Person her, du guckst so an die Person. Und es ist ein Riesenabenteuer, es ist eigentlich ein interaktiver Film. Wir haben gestern auch mehrmals gesagt, es hat mehr Cutscenes als effektives Gameplay. Und das gilt eigentlich als damals das teuerste Game, das je entwickelt wurde. Ich weiß nicht, wie weit das stimmt. Aber böse Zungen behaupten auch, dass das war eigentlich der Todesstoß für Sega. Das in Kombination mit halt den anderen Konkurrenzplattformen und dass die sich da total, die haben da richtig gut Geld vernichtet und haben das dann noch versucht ein bisschen zu monetarisieren, indem sie es auch auf Windows portiert haben, aber das ging so richtig schön irgendwie im Grundrauschen unter und die meisten Leute kennen das Game gar nicht. Was ich noch bezeichnend finde dafür, dass es eines zur damaligen Zeit wahrscheinlich das teuerste Computerspiel der Welt war. Also das mit dem Marketing hat da nämlich nicht mehr so gut funktioniert. Sega, wie gesagt, das ist auch noch lustig, ist groß geworden mit Münzautomaten und so und auch so Spielkästen und allem möglichen. Ich glaube sogar Zigarettenautomaten. Halt auch so ein bisschen Japan nach dem Krieg etc. Und darum heißt Sega, ist eine Abkürzung von Service Games. So, es gibt auch ganz schöne Bilder im Internet, was die so für Maschinen hergestellt haben vorher. Das hat nicht sehr viel mit Game-Konsolen zu tun. Und eben, ich habe es angedeutet, die Power VR GPU, das ist auch noch ein lustiges Ding, weil die ist auf dem DAI drauf, also die ist auf diesem ASIC von Sega drauf, im originalen Dreamcast. Und die wurde damals von NEC hergestellt und ist aber mittlerweile, ich glaube, ich bin gar nicht mehr sicher, ob sie eine eigene Bude haben oder ob das jemand gekauft hat, egal, auf alle Fälle ist das die GPU, die ihr in den letzten N-Generationen vom Apple iPhone drin habt.
Das ist eben, also ist die Nachfolgearchitektur, so etwa 6 Generationen später, ist das, was heute in den iPhone 6, 7, 8 drin ist. Ich weiß nicht, was jetzt gerade drin ist, aber es ist noch vor nicht allzu langer Zeit gleiche Grafikkarte wie die Dreamcast. Und dann noch für alle Pinguine und Teufel, es gibt mittlerweile Linux-Ports für die Dreamcast, es gibt NetBSD-Ports für die Dreamcast, das ist ziemlich alles hier, alles vorhanden. Und da gibt es vielleicht eine Geschichte, die mir noch in den Sinn kommt. Ich weiß noch, in den 2000ern gab es so eine ziemlich sophistizierte Attacke in Rechenzentrum, dass man eine Dreamcast in den Unterboden stellt und ans Firmennetz anschließt, weil die ja so eigentlich damals extrem leistungsfähig waren und irgendwie so total embedded halt. Das, was man heute mit einem, sagen wir, Raspi oder so machen würde, hat man damals halt versucht mit den Dreamcasts. Aber ich weiß auch nicht, wie erfolgreich das war. So, das waren jetzt diese ominösen kurzen 25 Minuten. Dann habe ich nämlich ein letztes Slide und dann entlasse ich euch in den Kaffee. Benutzbar wurde. Das ging dann so weit, dass Leute eine zusätzliche Address rein an die CPU angelötet haben, um mehr RAM zu bekommen und das RAM gefetcht haben. Okay. Dann gab es natürlich auch noch das mit Megabit nutzen, dass du das Leute auch richtiges Networking konnten. Okay. Und NetBSD, was auch noch geil war, die haben halt das CD-ROM oder das DD-ROM über IDE angeschlossen und man konnte einfach 50 Kabel anlöten, damit man noch Festplatten einbauen kann. Wir sprechen uns später noch. Das mit der Tastatur finde ich noch lustig, das wollte ich ja zuerst noch erwähnen. Ich habe so eine Tastatur. Das finde ich auch noch lustig, dass man diese Gadgets wirklich noch kriegt, aber sie sind teilweise schweineteuer. Also die Netzwerkadapter, die sind. Ja, ich hab weniger bezahlt, aber ich habe lange gesucht. Ja. Aber so unter 100 kannst du knicken, kriegst du keinen Netzwerkadapter. Die Konsole kriegst du für 50 Franken. Und das zweite, die Tastatur, habe ich mir dann irgendwann mal gekrallt und da gab es ein Game, Typing of Death. Super. Das dümmste Spielkonzept, das ich je gesehen habe, aber super spaßig, weil du läufst einfach, du kannst nicht steuern, nichts, gar nichts. Du läufst durch so eine zombieverseuchte Gegend und da kommen diese Zombies auf dich zu und haben ein Wort auf der Brust. Da musst du dieses Wort tippen und wenn du es schnell genug schreibst, dann stirbt der Zombie. Und wenn nicht, stirbst du. Und 10-Finger-System üben, leicht gemacht, war super. Und das zweite war die Lightgun, hat es auch noch gegeben. Das ist immer so eine Sache mit diesen Lightguns, weil die funktionieren heute ja leider nicht mehr. Und da bin ich gut gekommen, das ist auch noch eine dumme Geschichte. Wir waren in Zürich unterwegs, im Niederdorf, ich habe da in der Nähe gewohnt. Und zur wirklich, wirklich späten Stunde vor der, da gibt es so eine Strip-Bar in der Nähe, wo der McDonald's war, und da liegt so vor der Strip-Bar liegt Champagnerflaschen und so Glitzerzeugs und eine Dreamcast Lightgun. Wahrscheinlich hat da jemand Polterabend gefeiert und dann so vor dem Laden haben sie das Zeug irgendwie hingeschmissen. Seit da habe ich eine Dreamcast Lightgun. Ich will nicht wissen, was die gesehen hat. Ja, das war es eigentlich schon, sonst, ich denke, ich bin sicher heute noch hier. Als diese Konsole rausgekommen ist, habe ich gelesen, dass dieser Crazy FPU kann zwei Matrizen, lange drei, in einen Clock multiplizieren. Ist das wahr oder ist einfach Marketing? Müsste ich nachgucken, weiß ich nicht, aber es würde mich nicht wundern, wenn es so ist, weil diese FPU, das war ja eigentlich, ich glaube, das ist auch das mit den 128 Bits, dass du eigentlich eine Matrize hast, wenn man... Das war 200 Mega, Auch wenn ich gesagt habe, vieles war Marketing-Talk und so, aber ich meine, die Dreamcast war wirklich, 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 das ist eine der, zu dem Zeitpunkt, die
klassischste Hardware-Plattform, die es einfach gegeben hat, Punkt. Und dass PlayStation 2 dann das Rennen gemacht hat und so, ist mehr Market, das ist dann noch mehr Marketing, aber technisch waren die waren auch der SH4 ist technisch richtig ein nices Stück Hardware. Von dem her würde es mich nicht wundern, wenn die das noch drin haben. Kann ich noch nachgucken. Ja, dann war's das. Schick. Ja. Was würdest du heute empfehlen für den Wiedereinstieg? Noch nie einen Dreamcast gehabt, was würdest du heute kaufen? Ich? Mhm. Ah, falsche Frage an den falschen Typen. Retro oder nicht Retro? Kann neue Teile noch enthalten, aber Emulation? Es ist schwierig. Ich habe zwei Herzen in meiner Brust. Einmal ist Super Nintendo und einmal ist Dreamcast. Was ich noch nicht auf dem Tablet habe, aber unbedingt gerne mal möchte, ist Neo Geo. Mal sowas angucken. Aber ich bin eigentlich nicht so der Gamer. Aber wenn ich jetzt gamen würde, ich glaube aktuell fände ich, also wirklich die absoluten Next-Gen-Konsolen fände ich cool, aber die sind mir zu teuer. Ach so. Sicher so ein Ding, geht der rum? Bitte aufpassen, ja, die Clones sind dann aber auch ein bisschen, also die Clones sind ein bisschen russisch, Roulette, so. Die helfen. Das stimmt, aber auch die Clones sind halt einfach so ein bisschen wackelig. Je nachdem, ich sage mal, wer in China die gerade zusammengelötet hat, funktionieren sie oder sie funktionieren nicht. Andererseits, weil AliExpress so günstig, dann bestellst du halt zwei, einer wird dann schon funktionieren. Dann eben ganz sicher den optionalen Ethernet-Port, wenn du dir den leisten kannst, der hilft. Die Konsole selber, eben auf Ricardo für 50 Stutz. Viel mehr fancy Hardware, die Tastatur kriegst du wahrscheinlich nirgends mehr, könnte ich mir vorstellen. Gibt es da keine Adapter? Nein, es gibt sicher irgendjemand, der das, so wie ich Sega und Dreamcast kenne, haben die wahrscheinlich ihr eigenes Protokoll für Tastaturen entwickelt. Und die Mäuse sind überbewertet. Ja, aber ich glaube, das ist so etwa. Also die Konsole, so ein SD-Kartenleser, vielleicht das Netzwerkding, falls du wirklich entwickeln willst. Ein, zwei Controller und dann noch ein bisschen Isopropylalkohol und so zum Putzen, weil das Zeug so seit 20 Jahren irgendwo im Estrick liegt. Neue Batterien. Ja. Könnte auch noch helfen. Genau. Die Speicherkarten würde sich auch noch eine lohnen. Ja. Mit oder ohne Display. Einfach nur, weil wenn du keine Speicherkarte hast, wirst du bei jedem Game, das du startest, darauf hingewiesen, dass du keine Speicherkarte hast, was du beim dritten Mal ja wahrscheinlich kapiert hast, aber es kommt jedes Mal so ein Splash-Screen, den du nicht wegklicken kannst, da musst du warten und so. Von dem einfach Karte rein. Ja, das ist's. Ich glaube, ich habe noch 5 im Estrich, also falls du eine günstig haben willst, können wir uns später noch unterhalten. So, jetzt ist aber Schluss, sonst überziehe ich. Ja. Was machst du mit den Also kein Gamer ist übertrieben. Also ich kann manchmal meine schwachen 5 Minuten, wo ich effektiv ein bisschen game. Und dann game ich genauso, also Crazy Taxi zum Beispiel ist super, oder? Kannst du mal 2 Stunden verlölen und ja. Aber sonst, ja, Demo ist, also darum habe ich jetzt auch den Vortrag gemacht. Mir ist eigentlich jetzt Dreamcast wieder auf dem Tisch, nach ein paar Jahren Ausflug auf den Super Nintendo. Und es wäre eigentlich schon das Ziel, dass im nächsten Jahr mal ein Dreamcast-Demo kommt. Und eben vor 20 Jahren, ich habe meine erste Dreamcast geerbt, weil mein Mitbewohner ist ein bisschen verwöhnter gsi in der Wege und der hat dann, wo die neue Konsole auf dem Markt kam, hat gefunden, ja, der Schrott, den brauche ich nicht mehr. Und dann, wo wir ausgezogen sind, habe ich auf Dreamcast mitgenommen und so bin ich zu Dreamcast gekommen.
Und dort habe ich vor allem, wenn es wirklich auch Hund und so ein bisschen, aber nichts wirklich sophistiziert. Ich war schon froh gewesen, wenn ich das 3D-Modell auch in der Gegend rumfliegen lassen konnte. Genau. Jo. Finito. Es ist niemand eingeschlafen, glaube ich, oder? Das letzte Mal ist mir die erste Reihe eingeschlafen. Das ist immer grausam. Das ist gut. Wir haben es gerade letztes Mal auch schon gesehen. Ja, voll. Das ist vor 3 Jahren. Ja. Das ist auch. Ja, das ist auch. Ja. Ah, oh, genau, ja. Der Super Nintendo-Teil, ja, genau. Wir haben es mit der falschen Tastatur gekriegt. Aha, nachher. Oh, da haben wir auch. Genau, Querzi.